Leute, was geht, was geht, was geht? Heute haben wir ein sehr spezielles Video. Heute haben wir sehr viel Positives, aber auch sehr viel Negatives leider. Ich würde aber sagen, wir fangen mit dem Positiven natürlich an. Und zwar, Leute, wir haben die 1000 Abos auf YouTube geknackt. Das hier ist mein 1000 Abo-Special. Vielen, vielen, vielen Dank an jeden dafür. Ich freue mich wirklich sehr. Das war gar nicht geplant. Aber in letzter Zeit probiere ich mich ein bisschen aus. Und das, was ich so mache, die letzten Wochen funktioniert super auf YouTube. Und ja, wir hatten jetzt all die Jahre immer so 800 Abos. Ging mal eins hoch, mal eins runter, ne? Aber nie so wirklich Fortschritt. Und jetzt auf einmal, zack, 1000. Geil. Jetzt haben wir natürlich ein nächstes Ziel. Jetzt möchte ich auch, wenn ich einmal die 1000 habe, möchte ich auch YouTube-Partner werden. Um das zu schaffen, brauchen wir 1000 Abos. Das haben wir schon. Und dann brauchen wir noch 4000 Stunden Wiedergabezeit. Die war im 500er-Bereich vor einer Woche. Die ist jetzt aber auch schon über 1000. Meine Zuschauer, also ihr, macht da echt gerade einen guten Job. Und wir haben teilweise Tage, wo es über 100 Stunden obendrauf gibt, pro Tag. Das heißt, gibt mir mal noch einen Monat, dann kann ich mich vielleicht als Partner bewerben. Und ja, dann gucken wir mal, was die Zukunft dementsprechend noch bringt. Ich freue mich auf jeden Fall mega darüber. So, jetzt müssen wir aber auch über das Negative leider reden. Und zwar, der Titel und das Thumbnail sind kein Clickbait. Da steht, ich werde blind. Und Leute, ich werde wirklich blind. Ich habe leider eine unheilbare Erbkrankheit, die heißt Retinitis pigmentosa. Und ja, habe ich vererbt bekommen. Weiß ich auch erst seit diesem Jahr. Und unheilbar ist da wirklich Fakt. Man kann nichts dagegen machen. Weil das Erste, was die Leute immer sagen, da kannst du da nicht Augen lasern lassen oder so. Nein, unheilbar ist in dem Fall wirklich unheilbar. Was passiert da genau? Also, ich sag's erstmal nur grob. Ich krieg immer mehr einen Tunnelblick. Es ist, als würde ich durch so eine Röhre schauen, ne? Und mit der Zeit wird das Sichtfeld halt immer kleiner, 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 bis es irgendwann weg ist und ich blind bin. Ja, das bedeutet halt jetzt aber auch, kann ich auch euch gleich dazu sagen, ich werde nicht irgendwann einfach aufwachen und blind sein. Ja, es wird immer mal so Schübe kommen, wo es schlechter wird und es wird mit der Zeit passieren. Ja, also ich muss nicht Angst haben, dass wenn ich heute ins Bett gehe und morgen aufstehe, dass ich dann blind bin. Das wird nicht passieren. Es wird aber immer mit der Zeit schlechter und irgendwann bin ich dann blind. Ja, ich erzähle euch mal kurz, wie so der Gang war die letzte Zeit. Also grundsätzlich habe ich die letzten Jahre ja Teilzeit 30 Stunden im Callcenter gearbeitet und den Rest habe ich mit Twitch aufgefangen. Ich mache ja seit 8 Jahren Twitch und Highlights wie Shiny Parts oder lustige Sachen und so kam immer mit auf YouTube, ne? Vor einem Jahr im Sommer habe ich dann aber gemerkt, oh, am PC, ich sehe immer auf Arbeit meine Maus so schlecht und muss immer gucken, wo klicke ich denn jetzt hin und ja, so Sachen lesen ist schwieriger geworden und so. Gehst du mal zu einem Optiker, du brauchst wahrscheinlich mal eine Brille. Bist jetzt über 30, da passiert das halt. Bin ich zu viel Mann gegangen und die haben gesagt, nee, sie brauchen keine Brille. Mit ihren Augen stimmt irgendwas nicht. Gehen Sie mal zum Optiker. Nicht zum Optiker. Der Optiker schickt mich zum Optiker. Pock, bruh. Nicht rausgeschnitten, wir sind hier real. Gehen Sie mal zum Augenarzt, ja. Bin ich zu meinem Augenarzt, beziehungsweise habe mir erstmal einen besorgt, ich hatte gar keinen. Und die haben dann festgestellt, Retinitis pigmentosa. Soll aber erstmal noch woanders hin, in ein großes Klinikum zur Zweitmeinung. Da bin ich hin, da haben dann auch nochmal 5 Ärzte drüber geguckt und die haben das Ganze bestätigt. Ich bin dann noch zur Humangenetik gegangen und habe mir Blut abnehmen lassen, ja, um zu gucken, was genau ist denn mit meinem Körper eigentlich los. Die haben dann rausgefunden, dass man hat ja immer zwei Chromosomen und du kriegst das halt vererbt, ne? Das heißt, ich habe nur mit meiner mütterlichen Seite zu tun und da haben dann alle auch diesen Fehler, den ich habe. So. Und das andere Chromosom von der väterlichen Seite ist bei mir aber auch, ich nenne es mal beschädigt. Ja, da ist auch irgendein Genfehler. Und deswegen habe ich diese Krankheit, aber der Rest meiner Familie nicht. Die haben
haben wohl auch alle ein fehlerhaftes Chromosom, aber die haben halt meine väterliche Seite nicht in sich und dadurch bin ich dann der Einzige, bei dem das ausbricht. Ich habe auch einen Bruder, aber es ist nur ein Halbbruder, hat einen anderen Vater, der ist dann safe. Ja? Das Einzige, wo alle schauen müssen und ich natürlich auch, wenn man mal Kinder kriegt, sollte man dann den Partner halt testen lassen, damit, weil wenn der da auch ein Problem hat, ne, dann würden die Kinder auch blind werden und das vielleicht auch kriegen. Aber ich und Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Naja, also, das haben die bei der Humangenetik dann halt rausgefunden. Das eine Chromosom, da fehlen bei mir Gene und das andere von dem anderen Teil der Familie, da ist ein Fehler drauf. Welches genau jetzt von meiner mütterlichen Seite ist, kriege ich erst noch gesagt über einen weiteren Bluttest, den meine Mutter auch macht. Damit wissen wir das dann. Und ich habe noch einen Bluttest am Laufen, wo da mal geguckt wird, was diese fehlenden Gene, die bei mir sind, was die überhaupt beinhalten. Ist das schlimm oder nicht? Oder also kann ja sein, dass es mich noch irgendwie anders einschränkt. Ne? Aber das war jetzt erstmal so der Werdegang. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen über meine Krankheit direkt. Also grundsätzlich ist es so, ich habe schon immer eine Nachtblindheit. Seit ich denken kann, sehe ich im Dunkeln fast nichts. Also es ist einfach dunkel. Ja, ich sehe deutlich schlechter als alle anderen. Seit das Handy, die Handys Taschenlampen haben, bin ich echt glücklicher Mensch geworden. Aber ansonsten, ich laufe halt vor jedem Baum und so. Ne? Aber das kenne ich gar nicht anders, das war halt immer so. Naja, das war quasi Phase 1. Und Phase 2 ist jetzt der Tunnelblick. Der Schub kam letztes Jahr, der erste. Ich sehe halt außen schon so Sachen nicht mehr, muss mich an Geländern festhalten, muss jetzt eine Brille tragen, die meine Augen schont. Diese Brille hier hat einen Blaulichtfilter drin, damit ich am PC nicht so, die Augen werden nicht so gestresst. Und für draußen habe ich so eine Art Sonnenbrille mit 90% Verdunklung, da werden die Augen auch nicht so gestresst. Kann helfen, dass das Ganze hinausgezögert wird, muss es aber nicht. Ja, von meiner Krankheit gibt es halt 91 Varianten und die, die ich habe, ist so scheiße selten, da können sie dir noch nicht mal genau sagen, wie lange das ungefähr dauert. Das haben so wenig Leute. Es kann halt sein, der hatte was von um die 40 rum oder so, nur noch so viel sehen. Aber da kann man sich nicht drauf verlassen. Weil es kann sein, dass ich in 2 Jahren blind bin. Es kann aber auch sein, dass ich erst in 20 Jahren blind bin, Leute. Das ist so eine Sache. Das ist somit das Schlimmste daran. Also, klar, Platz 1 ist, ich werde blind. Platz 2 ist aber diese Ungewissheit. Du weißt einfach nicht, wann und wie lange. Du kannst nicht sagen, naja, 10 Jahre habe ich noch, die kann ich noch genießen. Es kann auch nur 1 Jahr sein. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt 10 Jahre Fresse ziehe und es kommt erst in 30 Jahren. Ja, das ist es halt. Das ist richtig kacke. Naja, eine Variante von 91 können sie bis jetzt therapieren seit, ich glaube, 1 Jahr. Ne? Und das ist so meine Hoffnung. Also es gibt so 2 kleine Hoffnungen. Hoffnung 1 ist, dass das so lange dauert, wie nur irgendwie möglich. Ne? Da hoffen wir, glaube ich, alle drauf, dass es erst im Rentenalter passiert oder vielleicht, was weiß ich wann. Und Hoffnung 2 ist die Forschung. Die sitzen dran, diese Varianten alle zu heilen. Eine kann man therapieren, das würde ich nicht heilen nennen, weil du wirst nie wieder so gut sehen wie ein normaler Mensch. Aber du könntest es halt dann aufhalten bei dieser einen Variante, dass es nicht noch schlimmer wird. Und die anderen halt noch nicht, so wie ich das rausgehört habe. Das heißt, wir hoffen einfach, dass die immer weiter forschen. Und vielleicht kann man ja in 1-2 Jahren 2 therapieren und in 3-4 Jahren 4 und irgendwann alle. Was weiß ich. Das ist so die Hoffnung. Ich mache jetzt alle 2 Jahre wieder so eine Blutauswertung und lass quasi schauen, wie es ist. Ja, hat sich was ergeben, kann man mit meinem Blut was machen, gibt's neue Erkenntnisse und so weiter. Alle 2 Jahre so ein bisschen Hoffnung, vielleicht geht ja was. Also grundsätzlich geht's jetzt so für mich weiter. Ich wurde jetzt im Callcenter auch gekündigt. Ich höre jetzt erstmal auf mit Callcenter, einfach weil ich kann das nicht mehr, Leute. Ja, das ist ja nicht nur eine körperliche Beeinträchtigung, die ich habe, sondern auch eine seelische. Ja. Im Callcenter wirst du sehr oft mal angeschrien und so, das ist halt der Job. Das konnte ich ab, einfach fick dich denken, aber nicht sagen. Aber mittlerweile ist es halt so, wenn mich da jemand vollmaulen würde, wegen mein Internet geht nicht, das ist lebensnotwendig. Und ja, ich bin auch so ein Mensch tatsächlich.
Aber in dem Moment würde ich mir nur denken, Junge, ich habe ganz andere Sorgen. Ich werde blind höllisch rum. Ich kann den da nicht in den Arsch kriechen. Ich kann das nicht mehr. Dementsprechend, ja, höre ich jetzt auf im Callcenter. Ich wurde gekündigt, haben wir uns darauf geeinigt, dass das so erstmal keinen Sinn mehr macht. Ich werde jetzt mein Leben erstmal genießen. Ich habe einen Reha-Antrag gestellt, dass ich eine Reha bekomme. Und da wird dann geschaut, wie kann man meine Augen noch belasten, was triggert meine Augen und was sollte ich denn jetzt noch machen an Arbeit, so dass ich gut durch den Tag komme, ohne Stress und alles. Weil manchmal, wenn ich zu viel Stress habe, tut mein Auge auch weh. Vor allem mein rechtes Auge, weil, da kommen wir jetzt zu, ich war letzte Woche beim Augenarzt nochmal, beim normalen. Und habe da nochmal meine Netzhaut untersuchen lassen und da kam nämlich bei rum, ihr Sinn des schärfsten Sehens ist leider auch beschädigt, der für die Mitte zuständig ist. Und das ist richtig scheiße. Weil wir hatten immer die Hoffnung, mein Tunnelblick kommt, es wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Und bei manchen bleibt es dann aber auch so. Die werden nicht ganz, oder so, ich weiß doch auch nicht, ja, dass die so ein bisschen die Mitte noch sehen, ja. Das war auch noch eine Hoffnung, dass ich vielleicht nicht ganz blind werde, sondern noch so ein bisschen sehen kann. Ist immer noch Kacke, ja, aber lieber so noch ein bisschen was sehen und ein bisschen klarkommen, brauchst halt für alles scheiße lange, aber du siehst noch was, als ganz blind werden. Dadurch aber, dass mein Sinn des schärfsten Sehens auch hinüber ist, vor allem auf dem rechten Auge, da ist wie so eine Wolke bei der Netzhaut, ne, wie alles stark vernebelt, sag ich mal, kann man davon ausgehen, dass ich wirklich ganz blind werde. Die Hoffnung wurde mir also letzte Woche wohl auch noch genommen. Ich werde auch noch mal woanders in ein anderes Klinikum gehen und so. Und wie gesagt, alle 2 Jahre Bluttests und so. Aber gerade sieht es echt kacke aus, Leute. Naja, das nur noch mal so, dass ihr das auch wisst. Ja, dementsprechend, da ist eine Katze. Ja, ihr wisst ja, in jedem Video muss auch eine Katze sein. Und ja, ich höre erstmal auf mit dem Callcenter. Macht die Reha, ich hoffe, ich krieg die. Mein Schwerbehindertenausweis wurde leider 2-mal schon abgelehnt, weil ich zurzeit noch was sehe und die sagen halt nicht, ja, bei dem ist außen alles hinüber und wird immer weniger und innen auch. Der sieht jetzt gerade noch was, also abgelehnt. Das kann ich nur probieren, wenn es nochmal deutlich schlechter wird. Aber vielleicht kriege ich wenigstens die Reha, dass ich einen gescheiten Job finde, nebenbei noch mein Twitch-Zeug mache. Und dadurch, dass es jetzt auf YouTube so steil geht, möchte ich das ja teilen, dass ich nicht mehr nur Twitch mache, sondern wirklich 50 Twitch, 50 YouTube. Vielleicht geht das auch mit YouTube noch weiter hoch und irgendwann sind wir sogar in der Selbstständigkeit. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber würde ich fühlen, ne? Das liegt an euch. Und bis dahin, ja, drückt mir die Daumen, dass die Reha klappt. Dann suche ich mir wieder was Passendes auf Teilzeit, mache dabei noch YouTube und Twitch. Und dann gucken wir mal, wie lange das hier noch geht. Ich bin ein bisschen immer hin und her gesprungen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Das Problem ist dieses Thema, da gibt es so viel zu sagen. Ich hätte mir vielleicht ein Skript machen müssen, aber ich bin immer so, ich mache immer so Freestyle lieber, ne? Schwanz, yay. Und zur Not schneide ich das halt ein bisschen hin und her oder so. Ihr seht das ja in dem Video. Naja, jetzt haben wir quasi eine Viertelstunde gequatscht. Und ja, ich möchte nochmal Danke sagen, dass ihr mich immer begleitet habt. Und dass ihr mir diese 1000 Abos hier ermöglicht habt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Vielleicht machen wir als Ziel jetzt noch 2000 für Ende des Jahres, weil unser Ziel war ja 1000. Seitdem es ein bisschen hochging, dachte ich, machen wir mal als Ziel bis Ende des Jahres 1000. Jetzt ist Mai, jetzt haben wir es schon geschafft. Vielleicht schaffen wir ja noch irgendwie 2000. Ich würde es mega fühlen. Liegt an euch. Dann kann ich ja bei einem nächsten Talk wieder erzählen, ob es was Neues mit meinen Augen gibt. Obwohl ich da auch wahrscheinlich immer mal in Shorts was sagen werde, ja. Also Leute, Dankeschön für euren Support. Ich liebe euch. Ja, meine Augen sind im Arsch. Aber wir machen das Beste draus. Wir machen uns eine schöne Zeit auf Twitch, auf YouTube. Und bis dann, ja. Macht's gut. Ciao.